Im Frühsommer lassen die Heideimker ihre Bienen schwärmen, um die Korbvölker zu vermehren. An die Vorschwarmzeit der Heidebienen schließt im Juni die Zeit der Nachschwärme an. Diese Nachschwärme erwarten die Imker der Großimkerei Klintwort im gehöftnahen Außenstand Marschhorst. Wegen seiner geschlossenen Form und der Lage in einem Birken-Erlen-Kiefernwäldchen ist der Platz für alle imkerlichen Arbeiten dieser Zeit besonders geeignet. Nach Abgehen des Vorschwarms sind in jedem Korb jeweils 7 Tage nach dem Verdeckeln ihrer Weiselzellen die jungen Königinnen schlüpfbereit. Die Bienen tragen während dieser Zeit Honig und Pollen zur Versorgung des Volkes ein. Nun laufen die Bienen unruhig zwischen den Wabengassen hin und her. Einzelne sind damit beschäftigt, von Weiselzellen mit voll entwickelten Königinnen die Deckel rundherum loszubeißen. Sobald eine junge Königin geschlüpft ist, sammelt sie Bienen um sich, um den Korb zu verlassen. Der erste Nachschwarm fliegt etwa 7 bis 10 Tage, nachdem der Vorschwarm mit der alten Königin abgeflogen ist, aus. Im Gegensatz zu den Vorschwärmen, die in vorgesteckten Beuteln gefangen werden, lässt der Imker die Nachschwärme frei fliegen. Sie sammeln sich jedes Jahr wieder an bestimmten Bäumen. Eine der bevorzugten Stellen ist eine Kieferngruppe. Unter den Zweigen fliegen jeweils mehrere der 1 bis 1,5 Pfund wiegenden Nachschwärme zusammen. Sie bilden immer größer werdende Schwarmtrauben. Die Königinnen der verschiedenen Nachschwärme laufen dabei nach außen. Erst zu diesem Zeitpunkt wird der Imker tätig. Mit kräftigem Ruck stößt er die Schwarmtrauben in den Fangkorb. Während der Korb am Boden liegen bleibt, sammeln sich die Bienen erneut um die darin befindlichen Königinnen, um sich auch hier in Traubenform zusammenzuschließen. An den Zweigen bilden Schwarmbienen schon in kurzer Zeit wieder neue Trauben. In regelmäßigen Abständen sammelt der Imker die Nachschwärme ein. 2 bis 3 Mal stößt der Schwärmer in denselben Fangkorb. Im Verlauf des Schwarmtages beginnen sich die Nachschwärme auch zunehmend direkt am Stand und in unmittelbarer Nähe festzusetzen. Mit einem auf die Dachkante gestellten Korb bietet der Imker den Bienen eine dunkle Höhlung an, in die sie sich gerne hineinziehen. Den ganzen Tag über, und das mehrere Wochen lang, ist der Imkermeister Georg Klintwort Junior mit den Nachschwärmen beschäftigt. Schwarmtrauben dürfen nicht zu lange sich selbst überlassen bleiben, sonst fliegen sie zu geeigneten Dauerwohnplätzen weiter. Als Fangkörbe dienen ihm kleinere, leichte Strohkörbe, die nicht verschmiert sind. Ihr Flugloch ist verstopft. Die jungen Königinnen eines Volkes schlüpfen im Abstand von etwa 2 Tagen. Warme Witterung fördert ihre Schwarmfreudigkeit. Wenn aber durch schlechteres Wetter ihr Ausschwärmen verzögert wird, kann man an einem besonderen Geräusch, dem Tuten, hören, dass bereits weitere Königinnen schlüpfen wollen. Fliegt dann ein Nachschwarm aus, so stürzen die Schwarmbienen der Königin folgend regelrecht aus dem Flugloch hervor.
Während immer neue Schwärme abgehen und unter den Zweigen und der Dachkante zusammenfliegen, sammelt der Imker die vollen Fangkörbe ein, um die Nachschwärme weiter zu versorgen. In einer vom Schwarmbetrieb entfernteren Ecke des Marschhorster Gefährts hat der Imker leere Körbe bereitgestellt, die zuvor frisch mit Leitwachsstreifen und Speilen versehen sind. In jedem Korb schaufelt er aus dem Fangkorb etwa 2 Holzteller voll Nachschwarmbienen hinein. Meist sind mehrere Königinnen darunter. Von ihnen wird nur eine am Leben bleiben. Sie wird mit den Bienen ein neues Volk bilden. Damit die Bienen nicht wieder auseinanderfliegen, werden die Körbe sogleich mit Wandertüchern bienendicht zugebunden. Ihre Fluglöcher sind noch vom Verschmieren der Körbe her verschlossen. Nachschwarmbienen werden auch in Körbe eingeschlagen, in denen noch alter Bau vorhanden ist, ohne Honig oder Brut darin. Eineinhalb bis 2 Pfund Bienen sind das Ausgangsgewicht für ein neues Volk. Um eine gute Belüftung und genügenden Temperaturausgleich zu ermöglichen, bringt der Imker die Körbe vorerst liegend im Regal unter. Aus den Fangkörben werden auch junge Königinnen einzeln herausgenommen. Zusammen mit einigen Arbeitsbienen sollen sie in besonders konstruierten Holzkästchen, die nach dem Erbauer Clintwater genannt werden, vorübergehend ein Völkchen bilden. Sobald der Imker mehrere Kästchen mit je einer Kelle Bienen versehen hat, macht er sich nun daran, das Gewimmel nach Königinnen abzusuchen. Einzeln setzt er die jungen Königinnen den Bienen zu. Er will Reserven von begatteten Weiseln erhalten. Während der etwa 3-wöchigen Nachschwarmzeit werden in der Imkerei Clintwort etwa 200 Kästchen in dieser Weise gefüllt. Futterteig am Boden der Kästchen stellt die anfängliche Versorgung der Bienen sicher. Denn in den ersten Tagen bleiben die Flugöffnungen verschlossen. Die in Körbe geschlagenen Nachschwärme sind inzwischen zur Ruhe gekommen. Etwa 24 Stunden später, gegen Abend, stellt der Imker die Körbe aufrecht hin. Ohne Gefahr, dass die Bienen wieder ausziehen, kann er nun auch die mit Kudung verschmierten Fluglöcher aufstoßen. Die Bienen machen sich sogleich daran, ihre Flugöffnung bis zur gewünschten Größe weiter frei zu fressen, um sie dann mit Bienenkitt rundherum glatt auszukleiden.
Die verschlossen gehaltenen Begattungskästchen werden 3 Tage nach dem Füllen im Gelände aufgestellt. Nachdem das größere der beiden Fluglöcher aufgedreht ist, kann sich die junge Königin auf den Hochzeitsflug begeben. Der Abstand zwischen den Kästchen erleichtert den Bienen und ihrer Weisel das Zurückfinden. Für den Imker greifen in dieser Zeit zahlreiche Arbeiten ineinander. Auf den weiter entfernten Außenständen, wie hier bei Sassenholz, sind die frisch gefüllten Nachschwarmkörbe zu versorgen, die jeweils in den Abendstunden ausgefahren worden sind. Die verstopften Fluglöcher sind sogleich wieder geöffnet worden. Die Wandertücher aber werden erst am nächsten Abend entfernt. Bei dieser Gelegenheit stellt der Imkermeister auch jedem Korb eine Schale mit Futterlösung unter. Ein in den Korb gegebener Spritzer soll die Bienen zu der Futterquelle hinunterlocken. Wenn die Kästchen einige Tage lang ungestört im Gelände gestanden haben, kontrolliert der Imker sie auf ihre Weiselrichtigkeit. Gut ausgebaute Waben, mit Eiern bestiftete Brutzellen und erste honiggefüllte Zellen zeigen ihm an, dass er hier auf eine begattete Königin zurückgreifen kann. Daraufhin dreht er die Fluglochscheibe zu. Weiselrichtig ist auch das zweite Völkchen und vermehrt damit die Reserve an verwendbaren Königinnen. Aus den 2 nur aus Drohnenbau aufgeführten kleinen Waben und den Eistiften in einigen der großen Zellen ersieht der Imker jedoch, dass die Königin dieses Völkchens unbegattet geblieben ist. Sie ist daraufhin drohnenbrütig geworden. Ein positives Ergebnis findet er im Durchschnitt in 3/4 aller Kästchen. Ist ein Kästchen von den Bienen verlassen, so schließt er daraus, dass die junge Königin verloren gegangen ist. Während der weiterführenden Arbeiten lässt der Imker in der Marschhorster Lagd aus jedem Standkorb insgesamt 2 bis 3 Nachschwärme ausfliegen, bis er 10 bis 14 Tage nach dem Vorschwarm eingreift. Um die Bildung weiterer Nachschwärme und damit eine zu starke Schwächung des Standvolkes zu verhindern, entfernt er alle noch vorhandenen Weiselzellen. Man sagt, dass er das Standvolk abschafft. Weiselzellen, in denen noch Königinnen sitzen, legt er vorerst beiseite. Außerdem schneidet er 15 bis 20 cm über dem Korbrand die Wabenkanten ab. So erhalten die Bienen Platz, um neues Wabenwerk zu bauen, in das sie Honig eintragen können. Er verwendet dabei das spezielle Korbmesser des Imkers. Um sicherzugehen, dass der abgeschaffte Korb nicht ohne Königin ist, öffnet er zum Schluss eine der entnommenen Weiselzellen und lässt eine junge Königin in das Volk hineinlaufen. Dabei achtet er darauf, dass sie voll entwickelt ist. Durch Zubinden werden auch die abgeschafften Körbe für den Abtransport auf entferntere Außenstände vorbereitet.
Nach und nach bearbeitet der Imker auf diese Weise all seine rund 700 Standvölker. Er schafft damit günstige Vorbedingungen für die Heidehoniggewinnung aus diesen Körben. Die abgetrennten Wabenteile werden gesammelt, um später daraus Wachs zu pressen. Ebenso wie die in Körbe geschlagenen Nachschwärme brauchen auch die abgeschafften Standvölker jetzt Ruhe und günstige Trachtquellen in ihrer Umgebung, damit sie sich gut entwickeln können. Ihre jungen Königinnen gehen in dieser Zeit auf Hochzeitsflug. Dabei kann es vorkommen, dass eine Königin nicht in den Korb zurückkehrt und das Volk waisenlos wird. In diesem Fall kann der Heideimker auf die begatteten Königinnen der Klintworter Völkchen zurückgreifen. Mehrere solcher Königinnen sperrt er in besondere kleine Behälter ein, deren Öffnung er mit Futterteig verschließt. Diese sogenannten Weiselkloben sind aus Weidenholz von Imker selbst gefertigt. Sie sind mit vier länglichen Schlitzen und einem Sporn zum Feststecken versehen. Die gefüllten Weiselkloben nimmt der Imker mit, wenn er die abgeschafften Standvölker auf den Außenständen kontrolliert. Wenn er nicht sicher ist, ob das Volk weiselrichtig ist, schneidet er aus einer mittleren Wabe einen bis zum Brutnest reichenden Keil heraus. Er prüft sorgfältig, ob in diese Zellen Eier von der Königin gelegt sind. Kann er keine Eistifte entdecken, muss er damit rechnen, dass die Königin unbegattet geblieben oder verloren gegangen ist. Ein solches Volk versieht er durch Einstecken eines Weiselklobens mit einer neuen Königin. Die Bienen des Volkes nehmen durch die Schlitze Kontakt mit der neuen Königin auf und fressen sie, wenn sie sie annehmen, allmählich frei. Den Korb kennzeichnet der Imker mit einem Sticker. Sämtliche abgeschafften Standvölker überprüft der Imker auf diese Weise. Diese Probe ist positiv ausgefallen. Eine Königin zuzusetzen, wird im Mittel bei jedem zehnten Korb nötig.
Vor dem gewohnten Standplatz warten heimkehrende Bienen bereits darauf, dass sie mit ihrer Tracht durch das Flugloch einfliegen können. Seit Mitte der Schwarmzeit gibt es in der Nähe der Stände eine ganze Reihe von Trachtpflanzen, die die Zeit bis zur Heidewanderung im August überbrücken. In unmittelbarem Umkreis der Außenstände locken im Wald die Brombeerblüten die Bienen an. Im Buschwerk längs der Wege ist es vor allem der Faulbaum. Aber auch die Heckenkirschenart, je länger je lieber, gehört dazu. Auf Weideflächen und an Wiesenrainen haben Distel und Weißklee besondere Bedeutung. Früher waren in dieser Jahreszeit Buchweizenfelder Haupttrachtquelle für die Heidebiene und zusätzliche Futtergaben an die Nachschwärme waren damals unnötig. Auf Feldern und entlang Wegrändern fliegen die Bienen heute neben Kornblumen bevorzugt die großblütige Kamille an, um Nektar und Pollen einzusammeln. Kehren die Bienen damit heim, so verständigen sie sich mit anderen Trachtbienen über gute Nahrungsquellen bereits am Flugloch. Eine weitere Sammelmöglichkeit finden die Bienen auf Blättern. Vor allem an Eichenbeständen sammeln sie die klebrigen Ausscheidungen von Blattläusen ein, den Blatt- oder Honigtau. Auf insgesamt 6 stets am Rande des kultivierten Landes gelegene Außenstände sind nach der Schwarmzeit die Völker der Imkerei verteilt worden. Rund 30 Nachschwarmvölker stehen auf dem Stand beim Alpershäuser Moor. Wiederum macht die lockere Aufstellung den Bienen das Heimfinden leichter. Hier überprüft der Imker ihre Entwicklung. In dem leeren Korb hat dieses Volk innerhalb von 2 Wochen neues Wabenwerk bis zum ersten Speilenpaar errichtet. Solche von Grund auf neu ausgebauten Körbe eignen sich später besonders gut für die Scheibenhonigernte. Von den insgesamt 9 Wabenplatten eines Lüneburger Stülpkorbes sind hier bisher 7 angelegt. Wenn nötig, richtet der Imker unregelmäßig gebaute Waben. Dabei beschädigte Zellen werden die Bienen in Kürze ersetzen. Vorsichtig gleicht er auch den Abstand der Waben aus. Einige Völker haben ihr Wabenwerk bereits bis zum mittleren Speilenpaar aufgeführt und alle 9 Wabenplatten angelegt. Wenn der Imker bei der Kontrolle des Ausbaustadiums ein weiseloses Volk entdeckt, stößt er die restlichen Bienen aus diesem Korb aus. Er überzeugt sich aber noch einmal davon, dass tatsächlich keine Königin darunter ist. Die abgestoßenen Bienen werden sich bei anderen Völkern einbetteln. Mehrere Wochen lang bleiben die Körbe auf den Außenständen stehen. Bis zu ihrer Wanderung in die Heide sind die Bienen damit beschäftigt, das Wabenwerk auszubauen, die Brut aufzuziehen und die notwendigen Vorräte einzutragen. Mit Hilfe der Nachschwärme hat der Heideimker seinen Bestand etwa verdreifacht.